Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen bei einem neuen Video. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ihr dabei seid, denn ich fahre das erste Mal in meinem Leben einen Porsche. Nicht irgendein Porsche, sondern den Porsche Taycan Turbo. Der Taycan Turbo hat 93,4 Kilowattstunden im Akku und soll laut WLTP 450 Kilometer weit kommen. Soweit zur Theorie und in der Praxis möchte ich das heute einfach mal austesten. Ich möchte heute einen Reichweitentest machen und kein ausführliches Review, wo ich euch jetzt jede Funktion zeige. Das können gerne andere machen. Auch Beschleunigungstests interessieren mich heute gar nicht, sondern ich möchte wissen, wie weit kommt der Porsche Taycan Turbo im wahren Leben, wenn ich ganz normal auf der Autobahn fahre. Das heißt ungefähr Tempo 130 bis Tempo 150. Es ist 8 Grad draußen, leichter Nieselregen, also ideale Bedingungen. Bleibt dran! Also, 95% im Akku, jetzt gerade 342 Kilometer Reichweite und ich schalte jetzt auf D, balim, und es geht los. Mit einem leichten Säuseln geht das hier ab. Das ist ein bisschen so wieder dieses Straßenbahngeräusch, was ich schon beim Audi e-tron gehört habe. Und ich habe jetzt die Einstellungen wie folgt vorgenommen. Ich fahre im Normalmodus. Ich habe die Rekuperation auf eingestellt. Das heißt, er rekuperiert, wenn ich Gas wegnehme. Allerdings macht er das sehr moderat. Und Moment. Ich habe den Sound, den künstlichen, ausgeschaltet. Den wollte ich beim besten Willen nicht hören. Ich will eigentlich ein leises Elektroauto haben und kein künstliches Geräusch. Dennoch hört man hier während der Fahrt eigentlich permanent den Elektromotor. Zumindest ein leichtes Säuseln beim Anfahren. Wenn es schneller wird, dann tritt es in den Hintergrund. Aber sonst ist der Wagen perfekt gedämmt, also Windgeräusche so gut wie gar keine. Alles hier innen drin ist sehr massiv fest, hier wackelt gar nichts, also Verarbeitungsqualität, naja, es ist ein Porsche. Ich würde sagen, viel besser geht es einfach nicht. Leider beschlagen jetzt die Scheiben ein bisschen. Stimmt. Wie kann ich das denn mal einstellen, dass die nicht beschlagen? Die Scheiben entforsten bzw. den Beschlag entfernen hier. So. Wir sind also wieder auf meiner Teststrecke. Ich fahre jetzt erstmal wieder Richtung Bremerhaven, mache dann eine Wende und versuche jetzt hier die 340 Kilometer, die jetzt auf der Uhr sind, abzufahren. Der aktuelle Verbrauch ist bei 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, wobei ich jetzt hier gerade noch mit Tempo 40 rumfahre. Noch nicht mal 40, bin ja in der 30er Zone, ein bisschen über 30. Ich bin auf jeden Fall mördergespannt. Und der Wagen selber, ich meine Leute, das ist einfach ein Porsche. Man setzt sich rein und fühlt sich wohl. So, auf der Autobahn. Wir wollen jetzt zwischen Tempo 130 und Tempo 150 bleiben, sofern es denn geht von der Fahrsituation her. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit dem Porsche Taycan Turbo kommen. Also ich bin gestern mit meinem Model S nach Bochum gefahren. Das waren hin und zurück ungefähr 520 Kilometer. Und ich hatte gestern 3 Grad und es war sehr, sehr, also stark am Regnen oder zumindest nicht die ganze Zeit, aber
ein wesentlicher Teil der Strecke hat es geregnet und ich habe mit dem Model S bei durchschnittlich auch zwischen 130 und 150 einen Verbrauch gehabt auf 100 von 26 Kilowattstunden, also 260 Wattstunden. Das war natürlich für ein Model S relativ hoch, aber war halt kalt und hat geregnet. Und das gilt es jetzt im Prinzip mit dem Taycan zu unterbieten. Momentan hält er sich sehr, sehr gut, weil ich fahre ja auch noch sehr langsam, weil der Verkehr einfach noch zu dicht ist. Und hier vor allem ist gerade eine Baustelle, kann ich nur 60 fahren. Aber momentan hält der Taycan sich spitzenmäßig und er hat gerade einen Verbrauch in Wattstunden gerechnet von 239 Wattstunden. Aber die Rekuperation ist wirklich merkwürdig. Also obwohl ich die eingeschaltet habe, habe ich nicht das Gefühl, dass er irgendwie verzögert, wenn ich Gas wegnehme. Ich habe eher das Gefühl, dass er noch mal nach vorne schiebt, wenn ich Gas wegnehme. Das stimmt natürlich nicht, aber wenn man das gewohnt ist, dass man so richtig verzögert wie beim Tesla, dann kommt einem das jetzt irgendwie total wenig vor. Aber gut. Also von der Dynamik her muss ich ja nichts drüber sagen. Ich habe jetzt hier auf den Normalmodus stehen. Das heißt, er ist jetzt nicht mal besonders spritzig. Aber es ist natürlich, ja, also ich bin das ja gewohnt vom Tesla. Wobei mein Tesla hat mit der S75, hat glaube ich, braucht glaube ich 5,4 Sekunden auf 100. Und der hier soll zumindest 3,8 Sekunden, wenn ich mich nicht irre, benötigen. Das werde ich aber jetzt nicht ausprobieren, weil ich will ja jetzt hier nicht auf Beschleunigungstest machen, sondern es geht mir hier um die Reichweite. Also mit anderen Worten, ich fahre ganz normal, obwohl ich in einem Porsche sitze, versuche ich ganz normal zu fahren. Nicht heizen, sondern so, wie ich mit meinem Auto fahren würde, um irgendwie eine Vergleichbarkeit herzustellen. So, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber wir sind jetzt bei Tempo 150 und von der Lautstärke her ist das genauso, als würde ich 100 fahren. Also es ändert sich irgendwie fast gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Also Geräuschdämmung ist hier sensationell, muss ich sagen. Also fantastisch. Ist total leise und auch die Rollgeräusche sind eigentlich auch nicht lauter geworden als vorher. Also das haben sie wirklich sensationell gut hingekriegt. Fantastisch. Auch vom Fahrgefühl muss ich sagen, der Wagen, also man kommt sich vor, als würde man mit einem Brett auf der Straße fahren. Der liegt auf der Straße, also als würde er sich ansaugen an den Asphalt. Ist schon klasse. Einmal kurz das Strompedal antippen und er schießt nach vorne. Aber das mache ich jetzt auch nur einmal und dann nicht wieder. Also die Beschleunigung steht Tesla nichts nach, muss ich sagen, überhaupt nicht. Das hat auch keiner erwartet, dass der Porsche langsam ist. So, immer noch auf dem Weg nach Bremerhaven, zurückgelegte Strecke rund 60 Kilometer, Reichweitenverlust rund 50 Kilometer, Durchschnittsverbrauch 27 Kilowattstunden. Also wenn ihr euch wundert, dass ich irgendwie so lange den Mund halte, es ist einfach so, dass ich das Auto hier gerade genieße. Es ist so ein schönes Fahrgefühl. Man fährt hier so ruhig und so gelassen und so wunderbar entspannt durch die Gegend, trotzdem ich jetzt 140 fahre. Oh, ich bin ein bisschen zu schnell, sehe ich gerade. Aber das macht echt Spaß, muss ich sagen. Da kann man auch ruhig mal den Mund halten und es einfach nur genießen.
So, hier ist die Abfahrt Bremerhaven Zentrum. Da werde ich wieder rausfahren und mich dann wieder in meine Drehschleife begeben. Jetzt sind wir wieder auf der Autobahn. Rückfahrt beginnt. Mal eben das Strompedal antippen, schon sind wir wieder bei 120. Das geht hier ruckzuck. Wie sieht es denn jetzt mit unserem Trip aus? 26,6 Kilowattstunden, 72 Kilometer gefahren. So, rund 90 Kilometer jetzt zurückgelegt und die Reichweitenanzeige ist bei 254 Kilometer. Das heißt, im Prinzip stimmen diese 330, 340 Kilometer, die am Anfang angezeigt wurden, bis jetzt ziemlich perfekt überein. Durchschnittsgeschwindigkeit immer noch 27 Kilowattstunden auf 100. Ich fahre zwischen 140 und 150 und ich genieße das hier gerade. Das ist so ein schönes Fahren, kann ich nur wiederholen. Einfach klasse. So, und jetzt ist es so, dass wir auf der Rückfahrt scheinbar doch ein bisschen Gegenwind haben. Und auf der Hinfahrt hatten wir wohl Rückenwind, denn jetzt ist der Verbrauch doch noch ein bisschen angestiegen. Wir liegen jetzt bei 27,9 Kilowattstunden. Also knapp eine Kilowattstunde mehr als auf der Hinfahrt von Bremen nach Bremerhaven. Und jetzt ist es scheinbar ein bisschen windiger. Dann wollen wir mal ein Fazit ziehen. Bin wieder zu Hause, bin 134 Kilometer gefahren, habe jetzt 209 Kilometer Restreichweite plus 134 macht also 143 Kilometer Gesamtreichweite. Der Akku war auf 96% gefüllt, als ich gestartet bin. Das heißt, bei einem Durchschnittsverbrauch von jetzt 26,4 Kilowattstunden hat der Porsche Turbo, Taycan Turbo hier eine Gesamtreichweite von rund 350 Kilometer. Und zwar real, auch auf der Autobahn, und zwar bei Tempo 140 bis Tempo 150. Das heißt, wenn ich ein bisschen langsamer fahren würde, was mit diesem Auto natürlich echt schwierig geht, aber wenn ich es denn schaffe, dann werde ich wahrscheinlich bis zu 400 Kilometer weit kommen mit dem Ding. Von WLTP 450 ist zwar, das ist zwar noch ein bisschen weit davon entfernt, aber ich muss zugeben, das Auto ist echt gut. Also es ist wirklich ein fantastisches Auto. Das Fahrgefühl ist mega. Der Komfort ist klasse. Die Sitzposition, die Sitze, das ist alles super bequem. Hochwertigkeit, also Top-Niveau. Porsche ist halt Porsche. Also was das angeht, kann Tesla da beim besten Willen nicht mithalten. Wobei die Effizienz hier von diesem Porsche natürlich nicht ganz so gut ist wie mit meinem Tesla. Aber sie ist auch nicht so schlecht, wie ihm oft nachgesagt wird, zumindest nicht in meinem Test. Und wir hatten halt immerhin knapp 9 Grad und es war ein bisschen nieselig, also relativ moderater Winter. Und im Sommer sollte eigentlich die Reichweite dann noch ein bisschen höher kommen. Ich will mich da jetzt nicht zu Spekulationen hinreißen, aber ich schätze mal, mit der Fahrweise, wie ich sie jetzt hatte, wird man im Sommer vielleicht 400 Kilometer kommen. Also insgesamt bei langsamer Fahrweise dann schon eher in die Nähe des WLTP-Zyklus. Und ich steige hier wirklich mit einem weinenden Auge aus. Aber ich muss zugeben, mein Tesla ist auch nicht schlecht. Den fahre ich ja auch sehr gerne. Halt, bevor ihr abschaltet, noch ein paar Worte zu dem Auto selbst. Was war das jetzt für ein Wagen, den ich gefahren habe? Also erstens, es war ein Serienfahrzeug. Das heißt, die Werte, die ich gewonnen habe, sind Serienstandard. Zweitens,
Der Wagen kostete in der Ausstattung, wie ich ihn hatte, 180.000 Euro. Ich glaube, das ist das teuerste Auto, was ich in meinem Leben je gefahren habe und vermutlich auch das teuerste Auto, was ich jemals fahren werde, weil so ein Preis, also für mich, für ein Auto, völlig absurd. Aber gut, es gibt sicherlich Leute, die finden das toll und die können sich sowas auch leisten und die werden sich diesen Taycan auch kaufen. Bringt der jetzt die Elektromobilität weiter in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ich denke, das Auto bringt Porsche weiter. Sie haben jetzt Erfahrung gesammelt und sie wissen eventuell, was sie vielleicht beim nächsten Mal besser machen können. Also ein Kritikpunkt für mich jetzt schon wieder, also genau wie beim Audi e-tron, das Motorengeräusch des Elektromotors, ist wieder dieses Straßenbahngeräusch. Für jemanden, der das nicht anders kennt oder der Porsche Sound gewohnt ist, ist das gar kein Thema. Aber für mich, wo ich einen Tesla fahre, der nun wirklich, also mein Tesla ist wirklich fast mucksmäuschenstill beim Anfahren und gerade in niedrigen Geschwindigkeiten, man hört so gut wie gar nichts. Und bei dem Porsche hat das so ein bisschen für mich den Gesamteindruck getrübt, auch wenn ich das im Video jetzt nicht so groß erwähnt habe, aber so im Nachhinein finde ich das für den Preis schon schade. Aber natürlich bin ich halt einen Tesla gewohnt, der ganz leise ist. Und jemand, der das nicht anders kennt, dem fällt das überhaupt nicht auf. Zweiter Punkt für mich wäre noch die Bedienung. Also die drei Displays sind für mich als Tesla-Fahrer mit dem einen großen Display natürlich auch so eine Sache, wo ich sage, brauche ich nicht, finde ich mich nicht so gut zurecht wie mit meinem Display. Ist aber, wie gesagt, völlig subjektiv und jemand, der Porsche gewohnt ist oder auch andere Autos, findet das natürlich mega. So, kommen wir nochmal zum Porsche Zentrum Bremen, die mir den Wagen geliehen haben. Ich hatte ihn leider nur 3 Stunden, deswegen konnte ich auch keine ausführlichen Ladetests machen oder so ein längeres Review mit irgendwelchen anderen Testdingen, die ich hätte ausprobieren können. War einfach nicht drin zeitlich und mich interessierte halt primär erstmal die Reichweite. Porsche Zentrum Bremen war einfach total nett und zuvorkommend. Auch der Verkäufer, mit dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, super interessiert, super aufgeschlossen. Zugegebenermaßen, er kannte sich mit der Elektromobilität noch nicht so gut aus. Auch mit dem Taycan war er nur so mittelmäßig irgendwie informiert. Also er wusste zum Beispiel nicht, wie groß die Batterie ist. Hat sich aber dann informiert und später, als ich ihn zurückgegeben habe, konnte er mir sagen, wie groß sie ist. Er hat mir aber auch erzählt, dass er den Wagen leider auch nur selber 5 Minuten überhaupt mal fahren durfte auf irgendeinem Rundkurs, wo halt sehr viele Verkäufer da waren, die darauf geschult wurden. Sodass man einfach sagen muss, liebe Autohersteller, Porsche, VW, Audi, egal wie ihr heißt, ihr müsst eure Mitarbeiter besser schulen, sonst können die Autos nicht verkaufen. Dann waren wir noch ein bisschen in meinem Tesla und ich habe ihm mal meinen Tesla gezeigt. Den hat er bis jetzt auch noch nicht von innen gesehen, nur eben also auf Fotos, aber selber noch nie drin gesessen. Wir waren uns einig, von der Verarbeitungsqualität ist das eine andere Welt, eine andere Liga bei Porsche, das ist einfach so. Aber vom Gesamteindruck, vom Feeling eines Elektroautos, was ich ihm so erzählt habe vom Tesla, wie man den benutzt und wie die ganze Bedienung vonstatten geht, da muss ich sagen, war er doch ein wenig beeindruckt. Und das als Porsche-Verkäufer. Das wollte ich euch nochmal kurz sagen. Und jetzt bin ich wirklich am Ende mit meinem Video. Und ich danke euch nochmal fürs Zuschauen und gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.